sind wir wieder bei Madden NFL 20. Es gibt eine neue Serie, Ultimate Kickoff. Und da treten wir an gegen die Chicago Bears. 3-Sterne-Herausforderung. Wir dürfen in dem Quarter, in dem wir jetzt gleich spielen werden, keinen Rushing-Touchdown zulassen. Wir kriegen einen 4. Stern, wenn wir insgesamt nur 15 oder weniger Rushing-Yards erlauben. Und wenn wir das Spiel gewinnen. So, es regnet. Wir sind zu Gast im Soldier Field in Chicago. Die Bears haben den Ball und haben den Ball an meiner 15-Yard-Linie. Das ist natürlich aber mal richtig unschön. 2. Versuch und 3. Trubisky und 2 Running Backs im Backfield. Gleich kommt der Lauf. Der ist gestoppt. So, das waren schon mal 2 Yards, die sie gemacht haben. Aber es war kein First Down. 3. Versuch und 1 jetzt. Und das ist ein Incomplete Pass. Schöner, harter Hit. So, die Bears schicken daraufhin ihre Field Goal Unit aufs Feld. Der Kick im Regen von Chicago ist gut. Die Bears führen mit 17 zu 24 gegen die Cowboys. 3 Minuten 25 noch auf der Uhr. Kick geht bis an die 11-Yard-Linie. Renfro mit dem Return. Kommt bis an die 32. 1. Versuch und 10 für die Cowboys. Wir probieren es erstmal mit einem Wurf. Cooper und Kopf von links, Gallup von der rechten Seite. Ein ganz klassischer Slant-Spielzug. Tiefer Ball auf Gallup und den kann er nicht festhalten. Eigentlich sehr, sehr gut geworfen von Prescott. So, wir nehmen einen Stick, also nur mit Kopf, der von der linken Seite kommt. Witten ist meine Sicherung. Schöner Catch, aber noch kein First Down. Wir haben einen 3. Versuch und 3 von der eigenen 39-Yard-Linie. Wir brauchen ein First Down. Halfback Base. Wir schicken unseren Running Back Zeke Elliott auf die Reise. Und der hat ein neues First Down. An der 44-Yard-Linie. So, neuer 1. Versuch und 10. Wir nehmen den Trail, attackieren die Mitte mit Witten, mit Cooper. Und mit Michael Gallup. Diesmal hat er den Ball und hält ihn fest. First down an der 35-Yard-Linie. Das dürfte das letzte Play gewesen sein. Vor dem 2-Minute-Warning nehme ich an. Genauso ist es, die letzten 2 Minuten der Partie laufen. So. Wann der erste eben nicht erfolgreich war. Wieder Cooper und Kopf von links, Gallup von der rechten Seite. Und los geht's. Der Ball geht auf Kopf. Das ist ein First Down an der 23-Yard-Linie. Vor Verticals, wir attackieren die Mitte mit Jason Witten. Ich achte auch auf Mike Cooper im Slot, aber Witten ist da vorne Mutterseelenallein. First Down an der 7-Yard-Linie der Bears. So, wir haben ein First and Goal. Ich nehme die Strong Flute, achte auf Kopp. Auch Amari Cooper kann noch eine Option sein. Und Prescott wirft den Ball ins Aus. Das war das Schlauste, was er machen konnte. Second and Goal. So, ein Stand mit 2 Receivern, Cooper und Gallup von der linken, Kopp von der rechten, wieder Maximum Protection. Denn Witten brauche ich nicht als... Oh, der ist riskant gewesen, aber in dieses Fenster hier wirft Prescott hinein, findet Amari Cooper. Ein wunderschöner Touchdown der Cowboys. Freunde, das war richtig gut. Der Kick ist gut. Wir haben einen Unentschieden, 24 zu 24. 1 Minute und 3 sind noch zu spielen.
So, die Bears haben keine Auszeiten mehr. Wir haben derer noch drei. Ich muss jetzt auf die Rushing Yards aufpassen. So, das wird wohl keinen Return geben. Nein, Neil Down. Heißt, erster und 10 an der 25-Yard-Linie für Chicago. Wie gesagt, ich muss auf die Rushing Yards aufpassen. Besonders auf Mitch Trubisky. Nicht, dass der mir irgendwie da durchflutscht. Trubisky geht aber tief und fasst die Interception durch Renfro. Eddie Pinero übt schon mal die Field Goals. Und das ist ja in Chicago eine Geschichte für sich. Das war das Thema in der Offseason. Vollständiger Pass. Ein Mörder-Hit. Dritter Versuch und 3. Trubisky wirft unvollständig. Oh, wow, 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 wow. Jetzt wird es aber nochmal richtig interessant, denn ich habe noch alle drei Auszeiten. Die Bears müssen von der eigenen 32-Yard-Linie aus punten. Mir würde ja ein Field-Goal reichen. So, kurzer Kick an der 32-Yard-Linie. Renfro sucht da noch irgendwas zu holen, aber da geht nichts. Aber ideale Feldposition. Wir sind an der eigenen 41-Yard-Linie. Wir müssen so ungefähr so 25 Yards machen. Dann haben wir ja die realistische Chance für ein Field Goal. Four Verticals. Witten attackiert die Mitte. Cooper im Slot. Wir gehen auf Cooper im Slot. Das gilt als sehr interessante Regelauslegung. Also ich glaube nicht, dass Cooper schon den Ball wirklich sicher hatte. Also wenn das ein Fumble ist. Eieieiei. Auf jeden Fall Chicago wieder im Ballbesitz. Ball ist an der Mittellinie, an der 50-Yard-Linie. Oh, schaffen die Bears noch ein Play? Das war's. Wir gehen in die Overtime. Drei. Ich habe das Spiel ja nicht... Was? Es gibt keine Overtime. Boah, Leute, ich bin geschockt. Ja, da müssen wir die ganzen Spaß leider nochmal machen. Das ist ja krass. Keine Overtime. Ich bin immer noch geschockt. Gebe ich offen und ehrlich zu. Also dann, gleiches Spiel nochmal wieder. Chicago hat den Ball an der 15-Yard-Linie der Cowboys. Zweiter Versuch und 3. Trubisky wirft vollständig. Neues First Down an der 9-Yard-Linie. Das bezog sich noch auf den Versuch davor. Jetzt habe ich die Marcus Lawrence verloren. Was aber nicht schlimm ist. So, das war ein Lateral Pass. Damit ist es kein Passversuch, sondern statistisch gesehen ist es ein Lauf gewesen. Wieder mal ein Laufversuch der Bears. Wir haben einen dritten Versuch und Goal von der 8-Yard-Linie. Bears lassen die Uhr komplett herunterlaufen. Trubisky läuft. Kommt nicht in die Endzone. So, fourth and goal, das heißt... Two-Minute Warning gibt es auch nicht mehr. Das wird ja aber interessanter hier. Hier gelten die alten Regeln nicht mehr, würde ich mal sagen. 24-17. Ich verstehe hier echt gerade nicht, was passiert. Wäre das ein drittes Quarter, hätte ich ja nachvollziehen können, was hier los ist. Aber es ist das vierte. Wir haben keine Overtime. Wir müssen das Spiel so gewinnen. Das heißt, ich muss, wenn ich hier einen Touchdown erzielen sollte... Oh, wow, 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 wow. Renfro erzielt einen Touchdown. Das ging ja mal zügig, würde ich sagen. So, was wir jetzt machen, wir probieren eine Two-Point-Conversion. Quick Slants. Ich will das Ding hier in der normalen Spielzeit entscheiden.
Ich wechsle nochmal auf einen Stick. Cooper und Cobb sowie Jason Witten. Meine Anspiel. Der läuft aus der Endzone. Glaube ich nicht. Der läuft aus der Endzone raus. Warum? Der war drin und läuft raus. Damit ist es dann ein vollständiger Pass. Ja, aber es ist natürlich kein Touchdown. Oh, Leute, Leute, Leute. So, 1 Minute und 2 Sekunden noch zu spielen. Jetzt werden die Bears natürlich versuchen zu laufen. Und wir müssen versuchen, diesen Lauf zu stoppen. Erster und 10. Wir können die Uhr dreimal anhalten. Das ist ein Fumble. Und keiner der Cowboys sichert den Ball. Leute, wollt ihr mich in diesem Spiel eigentlich nur verarschen? Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Jetzt haben sie, glaube ich, schon genug Yards am Boden gemacht. Ich habe jetzt eben auch nicht dran gedacht, eine Auszeit zu nehmen. Ich bin hier immer noch etwas mehr als konfus, was hier gerade passiert in diesem Spiel. Es ist sehr, sehr seltsam. Jetzt müsste schon ein Kickoff-Return-Touchdown her. Weil ich so in der Form auch noch nicht kennengelernt habe, dass man das mal einfach ausfallen lässt. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das heißt, wir müssen den ganzen Spaß ein weiteres Mal spielen. Wir sind genauso schlau wie vorher. Wir sollten mal versuchen, das Spiel zu gewinnen. So. Overstorm Brave heißt, wir blitzen. 2 und 3. Und Trubisky wird gesackt. Dritter Versuch und 10. Das war aber mal richtig gut. Wieder ein Play-Action. Oh, Leute. Ganz schwache Defense der Cowboys. First Goal an der 9-Yard-Linie. Zwei Running Backs im Backfield. Ah, das ist nicht gut. Lauf der Bears bis an die 7. Jetzt lassen sie natürlich hier auch schon wieder die Uhr herunterlaufen. Wieder ein Lauf. Third and goal. Trubisky wirft. Trubisky versucht zu laufen. Oh Gott. Ich werde hier gerade, glaube ich, aufs Übelste verarscht. Anders kann man das nicht nennen. Was hier passiert, ist wirklich übel. Wir bleiben jetzt, glaube ich, beim Blitz. Werden komplett versuchen, vielleicht die Bears sogar... Hier, boah, schaut euch das an. First go, first down für Chicago. Ich habe momentan irgendwie komplett hier den Anschluss in diesem Spiel verloren. Erster und 10 an der 11. Wieder ein Lauf. Wie viele Yards haben sie schon? Das waren schon 8 Yards, die Chicago hier gelaufen ist. 2 und 6. Wunderbarer Tackle hier von DeMarcus Lawrence. Ein 3 und 12 damit. So, jetzt müssen wir die Bears doch wohl stoppen. So, ich nehme ein Timeout.
Ja, da ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es hier wirklich ein Two-Minute-Warning gibt, wie es normalerweise immer geben sollte. Die Bears schicken ihre und bauen ihre Führung auf 7 Punkte aus. 24-17. Pinero mit den Punkten für Chicago. Jetzt der Kickoff. An der 2-Yard-Linie nimmt Renfrow den Ball auf. Der Return ist unterwegs. Super Block. Olawale, das war klasse gemacht. Erster und 10 an der 22-Yard-Linie. Da kann man manchmal nur einen Kopf drüber schütteln, wenn man das manchmal sieht. Heieiei, wir nehmen den Trail-Attack in die Mitte mit Cooper, mit Witten und mit Gallup. Der Ball geht auf Gallup, der hat ihn. Und es gibt wirklich kein Two-Minute-Warning. Es gibt einfach keins. Das ist das interessanteste vierte Quarter, was ich, glaube ich, je im Football gesehen habe. Four Verticals. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Amari Cooper. Im Slot. Der bekommt den Ball. Der hat den Ball. Schöner, sicherer Catch. First down an der 35-Yard-Linie. Wir nehmen die Words Jay Shake. Attackieren die Mitte mit Witten. Ich achte auf die beiden Leute im Slot. Elliott rechts, Cooper links. Wir gehen auf Zeke Elliott und der hat den Ball an der 5-Yard-Linie der Bears. Ganz, ganz starke Bälle, die Prescott hier wirft. Level Sale. Wir attackieren die rechte Seite des Spielfelds mit Witten und mit Elliott. Kommt den Ball, aber kann sich nicht durchsetzen. Verliert sogar ein Yard. Das ist ein Second and Goal. Wir laufen Power O über die rechte Seite mit Elliott. Leute, da waren keine Blocks. Ich sah nur blau. Nehmen wir den Go DBL Post. Witten attackiert die Mitte. Der ist in der Endzone zum Touch. Hat man schnell gesehen, dass der Middle Linebacker, der eigentlich Witten hätte decken können, geblitzt hatte. Und wir spielen die Two-Point-Conversion aus. Kopf von links auf einer Slant. Witten, meine Sicherung. Und Witten hat den Ball. Das war eine erfolgreiche Two-Point-Conversion. Ich habe kein Zeichen gesehen, gar nichts. Aber Witten kann den Ball trotz harten Hits der Bears-Defense festhalten. Da sehen wir es nochmal. Ja, wunderbar, ganz eindeutig. So, 25 Sekunden hat Chicago jetzt noch. Ich glaube nicht, dass wir noch allzu viele Laufspielzüge sehen werden. An der 4-Yard-Linie kommt der Ball herunter. Die Bears brauchen ein Field Goal. Oh, guter Return. Bis an die 34-Yard-Linie einzuspielen. Wie viel Risiko geht Chicago? Tiefer Ball. Und der ist intercepted von Renfrow. Der dreht eine wunderbare Lücke. Oh, was für ein Move. Ist immer noch unterwegs. Touchdown Dallas Cowboys. Einer der besten Interception Returns, die ich bisher hier im Spiel von meinen Cowboys gesehen habe. Riesenplay von Renfrow. So, jetzt steht es 32-24. Jetzt können die Bears mich eigentlich nur noch schocken, indem sie hier per Laufspiel unvorstellbar viele Yards machen. Ich rechne aber eher damit, dass Chicago gleich in Richtung einer Hail Mary gehen wird. An der 1-Yard-Linie wird der Ball aufgenommen. Die Uhr läuft schon wieder. 3 Sekunden sind es noch. Und es ist die Hail Mary-Aufstellung von Chicago, wie vermutet. 1. und 10 an der 27. 3 Sekunden vor dem Ende. Letzter Spielzug. Trubisky geht tief. Und das war's. 32-24. Challenge bestanden. Lasst uns Sterne zählen. 3, Nummer 4 und Nummer 5. Alles geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.